Guten Abend. Routinecheck. Alle Ihre Ausweise, bitte. Ausweis? Aiden! Mann, ich hab doch gesagt... Mist. Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Oh, Quicktime! Ja, ich hab's schon verkackt. Hey, was soll das? Ja, spring halt. Ich hab doch geschlagen. Ich schlag immer falsch. Sie sind umstellt. Aufmachen. Werden am Ende alle sterben, wenn ich die Quicktime-Events nicht schaffe. Na toll, den habe ich nicht getroffen. Ja, cool. Wir konnten von dem 200 km/h schnellen Zug springen, ohne dass uns was passiert ist.
Zimmer nun? Wie mit Aiden? Aiden? Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Wo gehst du denn lang? Sehe ja kaum was hier. Ey, das war so zeitig. Wir laufen weg vor der Polizei. Die suchen uns ja. Wir wurden gerade im Zug gefunden. Haben uns so ein bisschen gewehrt. Aber ja, die Polizei verfolgt. Es ist gerade ein bisschen schwierig, hier was zu sehen. Ich habe sie gesehen, sie kann nicht weit sein. Nicht stehen bleiben. Auch nicht. Von daher ist alles cool. Na, wir machen nichts mit dem Hund. Warum nichts mit dem Hund? Ich muss, es tut mir leid. Sehen. Ich bin der Stein. Nichts außer Fels und Geröll. Ja, und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Scheiße! Sie ist uns entwischt! Travis! Wir brauchen die gottverdammten Hunde! Sofort! Ach, wir haben es erstmal geschafft. Eine wilde Jagd. Da oben ist Blaulicht.
Doch nicht so gut hier, oder? Mach schon einen. Gottverdammter Regen. Sieht nicht aus, als ob es jemals wieder abfährt. Jetzt muss ich einen Funkspruch. Ich hoffe, sie taucht hier bald auf. Bacon. Sobald sie Handschellen anhat, können wir alle wieder ins Bett. Was soll ich tun? Der Helikopter dort hinten. Der sah aus, als ob der am Fluss wäre. Mein Motorrad. Das ist perfekt. So, ich muss ihn besessen machen. Der kann nicht Auto fahren. Ich hab doch X. Ach so, lenken muss ich auch noch. GTA 5. Wollte ich schon lange wieder spielen. Muss ich in den Wald fahren? Dass die mich nicht mehr sehen? Was muss ich tun? Hilfe! Guck auf die Straße, Mädchen. Ja, toll. Haltet die Position. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Jawollo. Es geht los. Achso, ich bin ja wieder das Schutzschild. Ich gar nicht.
gestellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Nein. Falsche Taste. Verstehst du nicht, wie? Da komme ich nicht hin. Will er was tun? Da? Es ist vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgeben. Warum geht das immer nicht? Den blauen, den hier noch. Ich jetzt weiter mit dir? Oder wie ist das jetzt? Sie kommen immer näher. Du musst mir helfen. Die haben mich gleich. Komm schon, Aiden, hilf mir. Hier noch so ein. Aber keine Ahnung. Wie? Von dem komme ich nicht, oder? Doch. Wir brauchen Verstärkung! Sie kommen jeden Moment rein! Hilf mir, um Gottes Willen! Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich Sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert.
So, das war Action. Aber wir haben es geschafft. Wir sind zwar verletzt worden von den Hunden, aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir wieder ganz, ganz früh in unserem Leben. Imaginärer Freund. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Na gut. Warum gibt uns unsere Mutter eigentlich in diese Werkstatt? Dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen um. Ich denke mal, wir müssen dann hochgehen zum Spielen. Kekse! Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Doch. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Schade. Weißt du, Weihnachten wird es bei uns wohl nicht mehr geben, oder? Nächsten Jahre. Wir können nicht in die Garage gehen. Okay, wir gehen hoch. Hochgehen, was spielen. Bitte. Hier noch hinter? Ja. Bitte, Jordi, ich habe zu tun. Niemand interessiert sich gerade für uns. Schade. Aber so ist das in Spielen ja immer. Das Kind wird. Oh, ich finde meine Weihnachtsgeschenke raus. Dachte, ich gucke jetzt in den Schrank. Und da sind meine Weihnachtsgeschenke Jordi, drin. Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Sekunde, ich muss nur kurz
unser Haus fertig angucken. Wenn die Kameraeinstellung immer dreht, das ist schwierig. Du läufst eigentlich in die eine Richtung, dann dreht die Kamera und dann plötzlich läufst du in die andere Richtung. Ja, toll. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Sieht sie auch gar nicht, dass du Lippenstift auf den Lippen hast. Achso, einfach am Ärmel abgeschmiert. Das sieht die Mutti natürlich auch nicht beim Waschen. Außerdem, Lippenstift geht nicht so einfach ab vom Spiegel. Hey, Feenblüte! Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen mein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Na gut, dann los, hier lang. Was hier sind für ein Tassen. Hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut, er ist gerade auf der Arbeit. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Also ich würde ja da nicht so ruhig bleiben, wenn plötzlich Sachen durch mein Zimmer fliegen. Immer wenn ich gerade nicht hingucke, kommt so ein Quicktime-Ding. Okay, wir gehen jetzt mal in die Garage und holen eine Flasche Öl. Wir wissen ja auch, wo die Garage ist.